Wir waren kürzlich im Seeburgpark in Kreuzlingen, einfach weil wir da noch nie waren und davon handelt dieses Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, kaum ist man ein paar Meter in der Schweiz, merkt man das auch. Man fühlt sich irgendwie anders, die Beschilderung ist anders, der Park hier ist anders angelegt, als ich das erwartet hätte. Und wir starten hier einfach mal im Park. Da gibt es verschiedene Bäume, die beschildert sind. Da kann man einiges über Bäume lernen, wenn man denn möchte. Das ist hier der sogenannte Baumgarten oder ein Baumgarten. Ich kann euch aber nicht mal sagen, von wo bis wo der jetzt genau reicht. Ja, und außerdem ist das hier ein Tierpark. Ein Streichelzoo in Anführungsstrichen. Komplett kostenlos das Ganze. Und wir beginnen unseren Rundgang hier am Ententeich. Da kommt auch schon ein Esel. Ja, bisschen schade ist, dass sämtliche Tiere hinter Gittern sind, finde ich. Ist ganz schön schwierig, da durchzufilmen. Die Schweine chillen in der Sonne. Es war ein wunderschöner erster Frühlingstag, so um die 18 Grad, allerdings sehr windig. Dadurch hat sich etwas kälter angefühlt. Ein kleiner Kräutergarten ist auch noch angeschlossen, so wie man das zum Beispiel von der Insel Reichenau kennt. Eventuell verlinke ich euch das Video mal am Ende dieses Videos hier. Dann gibt es einen Brunnen. Bisschen merkwürdig hingegen fand ich die Broschüren für Bachblütentherapie, die da irgendwo auslagen. Aber gut. Videoüberwachung ist hier allgegenwärtig. Hier gibt es noch ein paar Vogelkäfige. Die Vögel scheinen da relativ viel Freiraum zu haben. Das finde ich gut gemacht. Außerdem gibt es ein paar Kaninchen, Hühner, Ziegen. Es gibt einen großen Abenteuerspielplatz und das ist wirklich ein Spielplatz, ganz anders, wie man sich den in Deutschland vorstellen würde. Hier in der Schweiz funktionieren die Dinge etwas anders. Man kann hier Schach spielen oder Mühle. Also das ist einfach nicht nur hier hingeklatscht, lieblos, sondern das ist richtig schön gemacht. Man kann Minigolf spielen. Man kann am Wasser chillen. Hier ist ein spezielles Amphibienschutzgebiet von nationaler Bedeutung. Was auch immer das bedeutet in der Schweiz, ich habe keine Ahnung. Und es gibt noch einen 10 Meter großen Aussichtsturm. Den seht ihr hier am Horizont. Den werden wir auch gleich noch erklimmen. Und von da aus hat man einen wunderschönen Blick auf Konstanz.
Das ist Konstanz und das sehen wir auch gleich nochmal von oben. Die Frau im Wind. Hier der Zeppelin im Hintergrund, der gehört auch zum ja, typischen Bodensee-Erscheinungsbild. Die Alpen habt ihr gerade gesehen, noch ein Brunnen. Also insgesamt wirklich schöne Parkanlage hier, sehr sauber alles, kein Vergleich zum Herosee-Bereich zum Beispiel in Konstanz. Hier nochmal die Alpen, sehr empfehlenswerte Erholungsanlage. Ich zeige euch hier nochmal, wie das mit dem Futter für die Tiere funktioniert. Ihr schmeißt auf Vertrauensbasis rechts einen Schweizer Franken hinein und könnt dann dieses Dings öffnen. Und zwar unabhängig davon, ob ihr was hineingeschmissen habt oder nicht. Also ihr könnt dieses Dings in jedem Fall öffnen. Also das ist sehr interessant. Auch die Hydranten sehen anders aus in der Schweiz. Das Konzept mit dem Futter würde so in Deutschland, glaube ich, nicht funktionieren. Und das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Abo oder Like bitte nicht vergessen.